So, ich darf Sie durch jetzt dieses letzte Drittel noch führen. Wir haben eigentlich bis jetzt sehr viel Metaebene erlebt. Das, was wir jetzt vorhaben, soll tatsächlich zur Erdung beitragen und an einigen Projekten wesentlich konkreter werden. Astrid Pellinger hat das jetzt folgende Veranstaltungsformat in ihrer Anmoderation als Blumenstrauß vorgestellt. Ich bin jetzt zwar weder Florist noch Landschaftsgärtner, möchte sie aber trotzdem im Grunde zu einer, sagen wir, duften Begegnung mit Rosen, Veilchen, Tulpen und Sonnenblumen einladen, die auf ganz unterschiedlichen Wiesen in ganz Deutschland gewachsen sind. Jede unserer Blumen steht für ein vorbildliches und inspirierendes Projekt. Sieben Kolleginnen und Kollegen präsentieren die einzelnen Pflanzungen in dichter Folge und in komprimierter Form in jeweils nach Möglichkeit genau 6 Minuten. 6 Minuten. Da könnte man sich jetzt fragen, warum genau 6 Minuten? Ich weiß, dass es in der Kardiologie den sogenannten 6-Minuten-Gehtest gibt, bei dem man die Leistungsfähigkeit eines Patienten abschätzen möchte. Aber wir wissen natürlich, unsere Referenten sind fit und haben die Leistungsfähigkeit der vorgestellten Produkte und Ideen bereits bewiesen. Sie haben für diese Produkte, für einen Teil dieser Produkte sogar Preise erhalten. Deshalb haben wir sie natürlich auch eingeladen. Tatsächlich ist es so, dass diese 6 Minuten aus einer anderen Richtung kommen. Das Digitale ist für viele Menschen in einem Museum neu, immer noch neu, auf jeden Fall ungewohnt. Es ist, weil es dem Wesen nach virtuell ist, in der Konfrontation mit analogen Realitäten in den Häusern womöglich manchmal nur mit Vorsatz zu entdecken und zu verstehen. In einen laufenden Betrieb kann man aber eigentlich nur integrieren und erst recht verstetigen, was man wahrnimmt, was man versteht und dann auch gestalten kann. Es geht also um Sichtbarkeit, um Selbstverständlichkeit irgendwann auch. Digitalisierung und Digitalität funktionieren nur, wenn man sie kontinuierlich mitdenkt und entwickelt, in die eigene Verantwortung übernimmt. Und beim Nachdenken über die Möglichkeiten in einem Haus, ein vielfach per se unsichtbares Thema, sichtbar zu machen, kam, und das ist auch ein Ergebnis aus meinem Projekt gewesen, den Museen in Aschaffenburg eine einfache, aber wirkungsvolle Idee. Frau Kraft sei dafür gedankt, irgendwo sitzt sie. Nämlich 6 Minuten des monatlichen Jourfix im ganzen Team werden ab sofort für digitale Themen reserviert. 6 Minuten kostbarer Zeit sind für alle zumutbar und in 6 Minuten kann man einiges hineinpacken. Wie viel das sein kann, werden Sie jetzt in unserem Slam erleben. 6 Minuten, die Sie hoffentlich inspirieren. Den Auftakt macht Friederike Fankhänel aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie arbeitet seit 2013 als Designvermittlerin am Museum interdisziplinär an den Schnittstellen von Wissensvermittlung, kultureller Bildungsarbeit und partizipativer Kulturproduktion. Vom Modeblock Stilbrise bis zu dem vorhin schon kennengelernten Do-it-yourself-Baukasten für die digitalisierten Sammlungsobjekte kreiert sie Angebote, die den sinnlichen Umgang mit Gestaltung und digitalem Outreach verbinden. 2017 hat sie im Sammlungsbereich Jugendstil das Webjournal Bewegte Jahre auf den Spuren der Visionäre entwickelt, das 2018 für seine innovative Erzählweise und kreative Nutzung von Open-Glam-Daten den Grimme Online Award erhielt.
Sie ist auch Sprecherin der Fachgruppe Digitale Bildung und Vermittlung in Museen im Bundesverband Museumspädagogik und erzählt uns heute 6 Minuten lang über bewegte Jahre, neue Wege der Kulturvermittlung und ein ausgezeichnetes Webjournal. Hallo, ich versuche mal so einen Timer parallel anzumachen. Das mit dieser Zeitbeschränkung so auch noch nicht gemacht. Schöner Vergleich mit den Blumen. Ich hoffe, wir sind das Vergissmeinnicht. Das werden Sie auch gleich sehen. Das ist natürlich nur farblich gemeint. Museum für Kunst und Gewerbe haben Sie schon meine Kollegin gerade auch kennengelernt. Und unser Angebot speziell aus dem Bereich Vermittlung dreht sich auch um unsere Sammlung Jugendstil. Die haben wir 2015 neu eingerichtet. 2 Bilder hier mal dazu, wo Sie sehen einmal den Pariser Saal links, der auf der Weltausstellung 1900 angekauft wurde von unserem Direktor, und rechts sehen Sie den Themenraum Wiener Werkstätte, schon erkennbar an dem schwarz-weißen Kachelmuster. Und wir hatten auch zu dieser Neueinrichtung parallel eine Sonderausstellung, von der gibt es nicht mehr so viel zu sehen, deswegen jetzt auch kein Bild, dass die Ausstellung, die auch nochmal so die historischen Hintergründe zum Jugendstil eigentlich thematisiert halt, also nicht einfach nur florale Schnörkel, was einem gleich einfällt, nicht nur eine Stilepoche, sondern tatsächlich Fragen, die da virulent waren in der Zeit nach Frauenrechten, nach Lebensreform aller Art, vegane Ernährung, Lebensumstände in den Städten, zunehmende Arbeiterbewegung und Fragen, wie wollen wir leben, wie wollen wir bauen, wie wollen wir uns kleiden zukünftig, und all das hatte diese Sonderausstellung. Und wir hatten jetzt den Auftrag, ein digitales Angebot zu entwickeln, das wurde auch speziell gefördert, das diese Inhalte weiter transportiert. Denn die Ausstellung ist jetzt nicht mehr da, es gibt jetzt nur noch die schönen Epochenräume, und was können wir eigentlich schaffen, um da nochmal die beiden Themen zu verbinden. Und wir haben uns da entschlossen zu einem Webjournal, was Sie hier schon sehen, daher jetzt auch der Vergleich mit dem Blau zu den Blumen, bewegte Jahre auf den Spuren der Visionäre. Und hier ist nochmal die Einleitung, wo wir das auch erklären, dass Visionäre aus unserer Sicht ist tatsächlich, oder auch aus Sicht der Kollegen im Haus und auch aus Sicht der Jury vom Grimme Award, dass wir hier eine fiktive Figur kreieren, den Christian Heller, den Sie hier sehen. Das heißt, sein Foto haben wir auch aus unserer Sammlung online genommen, haben ihm aber, das ist hier auch vermerkt, wir haben die Bildrechte und die Angaben sehr deutlich immer gemacht, es ist eigentlich ein Unbekannter, aber wir haben einen Reporter uns erdacht, der im Prinzip die ganzen Themen sowohl unserer Sammlungspräsentation als auch der Sonderausstellung verbindet mit einer Reise durch das Europa der Zeit und der in verschiedenen Stationen einfach ein Tagebuch führt. Er fängt an in Hamburg, hier sehen Sie im Hintergrund die Umstände, auch ein Bild aus unserer Sammlung, die zum Teil herrschten. Gleichzeitig wurde das neue, immer noch für uns gültige Rathaus damals gebaut, und er berichtet eben in seinem Tagebuch darüber, wie er das empfindet. Sie sehen auch vielleicht an den 4 Ecken schon angedeutet, das Ganze hat auch noch den Aspekt der Barrierefreiheit, das heißt, Sie können das auch noch als Audioversion hören. Wir haben einen Teil in Gebärdensprache und wir haben ganz ausgeprägte Bildbeschreibungen, also im Hintergrund, wenn Sie einen Screenreader nutzen müssen. Da würden Sie jetzt nicht nur die Angabe Rathaus finden, sondern tatsächlich das Bild genau beschrieben. Man reist auch mit dem Reporter nach Paris auf die Weltausstellung. Die Seite habe ich ausgewählt, um auch zu zeigen, es gibt Bewegtbild, es gibt aus der Zeit erstaunlich viele Videos, die man findet. Also unsere Quellen sind da nicht nur unsere eigene Online-Sammlung, sondern möglichst viel auch andere, weitere, frei nutzbare Daten. Und dieses Video hier, was ich jetzt nicht abspielen kann, aber das sollen Sie dann ja selber auf der Seite machen, zeigt die fahrenden Gehsteige, die es damals gab. Also im Prinzip wie diese Rollbänder, die man auch vom Flughafen kennt, gab es das eben damals schon in Paris, alles aus Holz mit 2 Geschwindigkeitsebenen sogar. Absolut spannend, sich das anzuschauen. Und diese Dokumente haben wir eben zusammengesucht und hier mit verwebt in diesem Tagebuch. Sie sehen auch, woher eigentlich der Begriff Art Nouveau kommt. Wir haben die Original
Einladungskarte, die zu dem, zur Auflösung beiträgt, hier auch abgebildet. Und Sie erfahren nebenbei auch, ja, wie unser Gründungsdirektor dort eigentlich die Ausstellungsstücke, die Sie heute noch sehen können, erworben hat. Sie reisen auch nach Wien, das haben Sie ja auch schon gesehen, dass wir diesen Raum haben, zur Wiener Werkstätte und hier nochmal als Beispiel aus Magazinen, die die Universität Heidelberg zur Verfügung stellt, wunderbare Modeaufnahmen, die auch tatsächlich, wenn man sie dann von dem Rahmen befreit, absolut zeitgenössisch auch wirken, sowieso vom Stil her. Sie reisen auch nach Glasgow, das war auch eine große Inspiration, zum Beispiel für wiederum die Wiener Werkstätte. Sie sehen, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf die Menschen, auf die Künstlerinnen, auf die Gestalter, sozusagen ergänzend zu dem, was man dann als Exponat bei uns im Haus hat. Wir verweisen auch immer dann original dahin, wo Sie die Daten, wo wir die Daten herhaben, sodass Sie auch weiter forschen können. Wir verweisen auch auf unsere Sammlung online, gut, dass ich die Zeit hier im Blick habe. Das heißt, Sie können da auch nochmal innerhalb des Angebots sich vertiefen und dann bei uns schauen. Sie können auch nur auf SoundCloud zum Beispiel sich das Ganze als von Sprechern eingesprochen vorlesen lassen. Das wurde eben ausgezeichnet beim Grimme Award letztes Jahr, hat uns sehr gefreut, weil das wirklich erst das zweite Angebot aus dem Museumsbereich ist, was diese Auszeichnung erhalten hat. Die Begründung können Sie auch nochmal nachlesen, habe ich zitiert in Ihren Tagungsunterlagen. Und hier sind jetzt die 6 Minuten rum, Stopp. Und ein kleiner Ausblick, das wurde ja auch schon berichtet, was es sonst noch für Angebote bei uns gibt. Lohnt sich reinzuschauen. Oh. Perfekt, das war Maßarbeit. Die Kolleginnen und Kollegen stehen danach gegebenenfalls für Rückfragen natürlich noch zur Verfügung. Ein vom Daria.de Stakeholder-Gremium wissenschaftliche Sammlungen erarbeitetes Memorandum zur Digitalisierung von Kulturgut in Deutschland machte es 2018 deutlich, trotz beachtlicher Fortschritte liegt nach wie vor nur ein Bruchteil des in Deutschland verwahrten Kulturguts in digitaler Form vor, sodass ein offener, medienadäquater und nachnutzbarer Zugang für große Teile nicht gegeben ist. Die Digitalisierung als ein Prozess der Transformation und damit Sicherung des Kulturgutes bleibt auf absehbare Zeit eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe all jener Einrichtungen, die kulturelles Erbe bewahren und bearbeiten. Das war ein Zitat. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass die Digitalisierungsmaßnahmen mit den sich laufend weiterentwickelnden digitalen Methoden und Techniken der Wissenschaft, aber auch mit den Erwartungen der Bevölkerung an den Zugang zu ihren Kulturgütern nicht Schritt halten und beträchtliche Anstrengungen notwendig sind, um die Situation zu verbessern. Im zweiten Vortrag begleiten wir daher die Projektmanagerin Digitale Strategie in der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, Bettina Gries, wir sind nicht verwandt, bei einer Betrachtung über die historische Fahrkartensammlung des Technikmuseums. Ihr Vortrag Fritz reist um die Welt führt uns mitten in die Digitalisierung von Kulturgut auf die Spur des Opernsängers Fritz Hellmuth und des Kulturhackathon Coding Da Vinci. Ja, ich begrüße Sie auch nochmal herzlich. Schön, dass wir hier sprechen können. Und das ist die kurze Vorrede. Fritz reist um die Welt. Fritz war Opernsänger. Fritz hat Fahrkarten gesammelt. Fritz ist auf seinen Reisen hat er überall alles mitgenommen, was er kriegen konnte an diesen kleinen Billets, hat sich aber zuschicken lassen und ist in seiner Sammlerlaufbahn auf 120.000 historische Fahrkarten gebracht. Unser Vorgängermuseum hat diese Sammlung 1925 erworben für sensationelle 30.000 Reichsmark.
verbunden mit der Zusage, einen extra Schrank zu bauen, in der die Sammlung verwahrt wird. Und da sind jetzt im Museum seit 1925 mehr oder weniger diese Tableaus zu sehen, die Sie rechts unten in der Ecke sehen, mit bis zu 60 Fahrkarten aufgeklebt. Das ist ein historischer Schatz, der ungehoben war, sprich auf den Fahrkarten stehen Metadaten ohne Ende, Metadaten, die nie jemand erfasst hat, 120.000 Fahrkarten. Als ich angefangen habe, in der Stiftung Deutsches Technikmuseum die digitale Strategie zu entwickeln, war es für mich wichtig, dass wir einen Hackathon mitmachen, um die Methodik und das Wissen aus diesen Hackathons in unser Haus zu bringen. Und wir haben dann 2017 nach einer Sammlung gesucht, die wir dort zur Verfügung stellen können, unter offener Lizenz. Und unser historisches Archiv hat sich wieder erinnert an diese historische Fahrkartensammlung. Wir haben sie digitalisiert und haben sie hochgeladen auf Wikimedia Commons. Erstmal nur, um sie dort zur Verfügung stellen zu können, den Hackern und Designern, die mit dem Datensatz arbeiten sollen. Da ist dann viel mehr draus geworden, da kann ich Ihnen später auch noch von erzählen. Erstmal sind wir auf den Hackathon gegangen und haben darum gebeten, dass uns ein Crowdsourcing-Tool programmiert wird. Und unsere Bitte wurde erhöht und Thomas Neumann hat zusammen mit zwei Designerinnen diese Online-Plattform für uns entwickelt, wo jetzt Fahrkartenbegeisterte und auch andere Leute, die einfach ein bisschen Langeweile überbrücken wollen, die Metadaten von diesen Fahrkarten abschreiben. Die Daten werden gesammelt, werden visualisiert auf einer Karte. Alles kann wieder runtergeladen werden, auch von allen, die daran Interesse haben. Da ist ein CSV-Export eingebaut auf der Webseite. Und wir haben jetzt schon ein gutes Viertel von diesen 120.000 Fahrkarten erschließen können mithilfe der Crowd. Was noch entstanden ist im Hackathon, ist dieses Memory aus den historischen Fahrkarten. Können Sie sich nachher gerne bei mir nochmal angucken. Die niederschwellige Variante des Zugangs zu unserer Sammlung, die wir eben frei zur Verfügung gestellt haben. Und dadurch sind solche schönen Sachen entstanden. Wir haben international Feedback bekommen, breite Presse, und das speiste sich eben hauptsächlich auch aus der Wikimedia Commons Veröffentlichung. Also ein Geschenk obendrauf, was uns sehr erfreut hat. Und ich habe dazu jetzt keine Folie, was ich Ihnen vorlesen möchte. Ich hoffe, Sie können mir beim Vorlesen folgen und ich habe noch genug Zeit dafür. Und zwar habe ich vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem Engländer, der in Kolumbien wohnt. Sein Sohn hat mir geschrieben und darin steht folgender Text. Und ich habe eine Frage. Hätte das Museum Interesse an zusätzlichen Informationen zu der Helmut-Sammlung? Die Entdeckung der Sammlung bei der Gemeinschaft meines Vaters hat dazu geführt, dass verschiedene Recherchen zu der Eisenbahngeschichte zum Beispiel in Paraguay, Costa Rica und Nicaragua verbessert werden konnten. Oder zur Entwicklung der Bahn in Nordostengland. Ich leite einige Artikel weiter, die zu diesem Thema in den letzten Monaten geschrieben worden sind und wofür die Helmut-Sammlung absolut notwendig war. Die Sammler wären selbstverständlich bereit, dem Museum Informationen zu geben. Das war eine Reaktion, die wir nicht erwartet haben in dem Umfang. Das ist mehr als Crowdsourcing. Das hat unserem Museum enorm geholfen und wenn ich das im Haus erzähle, verstärkt es nochmal die Effekte, die ich hier nochmal zusammengetragen habe, die aus dem Hackathon entstanden sind bei uns im Haus und aus unserem offenen Bereitstellen der Daten. Sprich, wir haben im Haus Skills dazu gewonnen, wie geht man mit Wikimedia, Wikipedia um, wie geht man mit Software um, wie geht man mit Rechten um. Wir haben mehr Wissen und mehr Bekenntnis zu Open Access aus diesem Testprojekt, aus diesem Anlauf, den wir einmal genommen haben und der uns so viel zurückgebracht hat. Wir haben Kooperationen, sind wir neu eingegangen, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn und haben auch dort mit unserem Datensatz an einem Hackathon teilgenommen. War nochmal extrem spannend, weil die ganz andere Methodik verwendet haben, um mit den Daten zu arbeiten. Mehr Offenheit für Partizipation und Citizen Science und
Nachnutzung und Forschungsgewinn habe ich ja eben schon kurz vorgelesen am Beispiel, was uns das gebracht hat. Die Folie hat schon mein Kollege bespielt heute Vormittag, mehr oder weniger. Ich möchte nochmal dazu aufrufen, dass wir alle Museen daran arbeiten, Standards zu entwickeln, wie wir im Digitalen arbeiten wollen. Wenn wir diese Standards entwickelt haben, können wir besser an unsere Förderer herantreten und sagen, wir brauchen für Partizipation, für Open Source, für digitale Anwendungen Geld. Wir brauchen aber auch Kollegen, die andere Skills mitbringen, die anders ausgebildet worden sind. All das, dafür glaube ich, müssen wir gemeinsam formulieren, wie das aussehen soll in Zukunft, damit man eben, wie gesagt, auf die Ausbildung einwirken kann, auf Förderung einwirken kann und auch auf die finanzielle Ausstattung für unsere neuen Arbeiten im erweiterten digitalen Raum. So, vorbei. Ich staune schon jetzt, was in 6 Minuten unterzubringen ist. 2017 haben wir an der Landesstelle eine Recherche begonnen, die sich mit digitaler Vermittlung beschäftigte und vor allen Dingen auf ein Thema, auf ein Instrument geguckt, das auch im musealen Umfeld sehr populär war oder vielleicht auch noch ist, die App. Einstmals als Zauberwaffe des Storytellings gestartet, begegneten uns aber unzählige, wirklich unzählige gescheiterte Projekte. Es begegnete uns auch in diesem Kontext deutliches Misstrauen, es begegnete uns die Sicht auf große, zum Teil verbrannte Budgets, auf mangelnde Nachhaltigkeit und vor allen Dingen begegnete uns eines, unendlich viel diffuses Wissen über dieses Thema. Wir sind der Frage nachgegangen, warum so viele Projekte in diesem Umfeld gescheitert sind und was man daraus eigentlich lernen muss oder kann. Und wir haben eine Überzeugung gefunden, was man besser machen kann und welche Konstruktionen letztendlich vielversprechend sein können für Entwicklung und Betrieb eines solchen Angebots. In unserem dritten Beitrag wird meine geschätzte Kollegin Wiltrud Gerstner über den FabuLab, Baukasten für digitales Storytelling der Landesstelle, sprechen. Sie hat digitale Erfahrungen am Germanischen Nationalmuseum und beim Bezirk Mittelfranken gesammelt und sie leitet seit 2017 das Projekt FabuLab. Liebe Wiltrud, the stage is yours, es lebe die App ist tot. Ja, danke, lieber Christian. Wie wir schon gehört haben, trägt mein Beitrag den Titel Die App ist tot, es lebe die App und beschäftigt sich inhaltlich mit digitaler Vermittlung über den Baukasten FabuLab. Wenn es im musealen Kontext darum geht, digitale Anwendungen für mobile Endgeräte, also Smartphones oder Tablets, zu entwickeln, dann sieht die Zielstellung ganz häufig folgendermaßen aus. Die eierlegende Wollmilchsau. Damit meinen wir alle Inhalte, die noch keinen Platz im Ausstellungskatalog oder in der Dauerausstellung gefunden haben, die sollen jetzt in die App gepackt werden, also im digitalen Kontext verortet werden und dann erfolgreich sein. Ein Vorhaben, das ja geradezu scheitern muss. Aus diesem Grund sind viele App-Projekte, wie wir gerade schon gehört haben, nur mäßig erfolgreich. Und mit mäßig erfolgreich meine ich, dass die Entwicklungskosten zwischen 50.000 und 70.000 Euro lagen und die App dann im Jahr 3 oder 4 Mal heruntergeladen wird. Für das Scheitern dieser Applikationen lassen sich bestimmte Gründe konkret benennen. Und die Landesstelle hat, wie Christian Gries gerade schon gesagt hat, diese Gründe analysiert und ich habe Ihnen einige davon auf einer Folie zusammengefasst. Häufig ist die Zielgruppe für derartige App-Projekte entweder überhaupt nicht definiert oder schlichtweg falsch. Die Zielgruppe alle kann niemals alle
Menschen treffen, die sie treffen soll. In diesem Sinne geht auch das Storytelling häufig an der Zielgruppe vorbei, also die Art und Weise, wie Inhalte transportiert werden, kommt nicht beim Publikum an. Ein Problem sind natürlich auch die schnellen Migrationen von Systemumgebungen. Das kennen Sie alle von Ihrem Smartphone. Wenn die eine oder andere App, die Sie sich vielleicht heruntergeladen haben, nicht mehr funktioniert, dann liegt es vielleicht daran, dass iOS oder Android ein Update gefahren hat und die App nicht mehr kompatibel ist mit diesem Update. Dann müssten Nachrüstungen, also Wiederentwicklungskosten gemacht werden. Viele kleinere und auch mittlere Museen können sich das nicht leisten und haben dieses Budget auch überhaupt nicht vorgesehen. In diesem Sinne ein großes Problem, die fehlende Nachhaltigkeit, aber auch viel niederschwelliger die Tatsache, dass diese Anwendungen häufig keinerlei Rückbindung im eigenen Haus haben und schlichtweg nicht kommuniziert werden. Also der Besucher weiß überhaupt nicht, dass das Museum X eine App anbietet. Auf der Basis dieser Analyse hat die Landesstelle Fabulab den Baukasten für digitales Storytelling im Museum entwickelt. Wir glauben, dass digitale Anwendungen sehr wohl einen sinnvollen Beitrag zur digitalen Vermittlung leisten können, wenn sie bestimmten Maßstäben folgen und Grundsätzliches berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass wir alle und das Gleiche unter dem Begriff App verstehen, möchte ich zunächst kurz auf diesen Begriff eingehen. Was verstehen wir unter einer App? App ist die Kurzform für Applikation, also zu Deutsch Anwendungsprogramm, für verschiedene Endgeräte, wie zum Beispiel dem PC, den Sie alle an Ihrem Arbeitsplatz stehen haben. Wir unterscheiden native Anwendungen, die auf das Smartphone oder den PC heruntergeladen werden, von Web-Anwendungen, die über einen Browser wie den Internet Explorer oder Firefox laufen. Folglich können Audio- und Multimedia-Guides, die Sie alle kennen und häufig auch schon in Ihren Häusern anbieten, aber auch Spiele- und E-Learning-Anwendungen als App umgesetzt werden. Im deutschen Sprachgebrauch setzen wir das Wort App häufig mit mobiler App gleich und meinen damit eine Anwendungssoftware für mobile Endgeräte, also Smartphone oder Tablet. Fabulab unterstützt nun bayerische Museen bei der Entwicklung individueller digitaler Anwendungen für mobile Endgeräte. Fabulab setzt sich in seiner Grundform aus drei Komponenten zusammen, die ich Ihnen ganz kurz erläutern möchte. Der größte Teil sind Workshop-Module. Mit diesen Workshop-Modulen vermitteln wir wichtige Grundlagen für die Konzeption, die Umsetzung, aber auch den Betrieb digitaler Anwendungen, damit wir die Häuser in eine Wahrnehmung bringen, was es bedeutet, eine digitale Anwendung zu entwickeln. Dieses zu tun ermöglicht unser Content-Management-System, das webbasiert funktioniert, das heißt, jeder kann von zu Hause oder vom Arbeitsplatz damit arbeiten. Und der dritte große Block meint eine Art Qualitätssicherung über Feedbackschleifen im Arbeitsprozess und die Gewährleistung von Nachhaltigkeit, weil die Landesstelle Hosting und Support übernimmt und diese Kosten von den Museen abzieht. Die Zielstellung von Fabulab sieht also vor, schlanke Basisanwendungen anstatt digitale Wunderwaffen zu entwickeln. Wir wollen die Häuser dabei unterstützen, ihre Anwendungen zu erstellen, damit diese erfolgreich und zielgruppengerecht umgesetzt und mit Rückbindung im eigenen Haus eingesetzt werden können. Natürlich soll auch ein Verständnis für digitale Produkte geschaffen werden und die Professionalität noch weiter ausgebaut werden in den Häusern. Digitale Anwendungen können nämlich eine sinnvolle Ergänzung zur analogen Vermittlung sein, sofern sie für den Besucher einen deutlichen Mehrwert bieten und im gesamten Arbeitsprozess nachhaltig aufgesetzt sind. Fabulab ist seit etwa einem Jahr nun verfügbar und schon jetzt beteiligen sich 60 Museen, das heißt fast 100 Personen haben unseren ersten Workshop besucht und einige Anwendungen, wie auch die Anwendung zum Bayerischen Museumstag, sind bereits umgesetzt. Eine Weiterentwicklung von Fabulab ist natürlich kontinuierlich mitgedacht und auch gewollt. Wie aber kann nun digitale Vermittlung mit Fabulab gelingen? Um das ein bisschen zu präzisieren, möchte ich nochmal die Begrifflichkeit unterscheiden. Was digitale Vermittlung betrifft, unterscheiden wir nämlich zum einen digitale Vermittlung über Produkte, also da kommt dann ein Audioguide zum Beispiel als App raus, wie mit Fabulab möglich, und Vermittlung im digitalen Raum, also Angebote über die sozialen Medien oder auch Online-Sammlungen.
Fabulab ist zum einen natürlich ein Fortbildungsangebot, aber auch ein Werkzeug, mit dem digitale Produkte, in dem Fall Apps, entwickelt und umgesetzt werden können. Zwei Beispiele habe ich Ihnen zum Ende noch mitgebracht. Das eine ist ein Multimedia-Guide, der für das Deutsche Schiefertafelmuseum in Ludwigsstadt entwickelt wurde und Einzelbesucher über 18 Stationen durch das gesamte Haus, also die Dauerausstellung, führt. Mit Text, Bild, Audio und Videoinhalten wird dem Besucher der Hauptinhalt dieses Museums, nämlich Schiefer, nahegebracht. Eine ganz andere Anwendung wurde für die Städtische Galerie im Lehnbachhaus umgesetzt, und zwar eine für Familien mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren. Diese Anwendung ermöglicht einen spielerischen Zugang zur Kunst des Blauen Reiters. Die Kinder können zum Beispiel zwischen verschiedenen Führungslinien wählen und über Suchspiele, Fragen zu Künstlern und Exponaten, aber auch kreativen Tätigkeiten wie dem Malen und Schreiben von Geschichten die Werke erleben und sich mit den Werken konkret auseinandersetzen. Wenn Sie Fragen haben, lade ich Sie ganz herzlich ein, später noch an den Fabulab-Stand zu kommen, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Blicken wir auf die Digitalität der Museen in Deutschland, so fallen eigentlich nur eine Handvoll Projekte auf, die eine eindeutige Kraft und Qualität als Impulsgeber haben. Eines dieser Projekte, womöglich sogar das bundesdeutsche Vorzeigeprojekt, so wird es, denke ich, gehandelt, ist das Verbundprojekt Museum 4.0, wurde heute auch schon mal angesprochen. Dort arbeiten Kultureinrichtungen mit ganz unterschiedlichen Profilen, unterschiedlicher Größe, Organisationsformen und differierender Vertrautheit mit digitalen Prozessen intensiv zusammen. Im Fokus dieses Projektes stehen die Besucher und Besucherinnen. Gesucht wird nach neuen Wegen, um im Austausch mit den Besuchern zu treten, individualisierte Angebote für sie zu entwickeln und zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. 6 Teilprojekte untersuchen dabei Einsatzszenarien für moderne Technologien, wie beispielsweise Virtual Reality, Augmented Reality oder 3D-Modellierung. Die Ergebnisse, und das ist, denke ich, für alle hier interessant, sollen schließlich allen Kultureinrichtungen in Deutschland zur flexiblen Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. Das Deutsche Museum ist eine der großen beteiligten Institutionen und untersucht schwerpunktmäßig den Themenbereich 3D-Visualisierung. Ich freue mich, heute hier Andrea Geipel begrüßen zu können, die am Deutschen Museum das Forschungsprojekt Perspektiven dreidimensionaler Visualisierungen in der musealen Vermittlung und das VR-Lab, Sie haben im Foyer immer noch die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme, leitet. Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise zurück in die Zukunft, also nicht direkt in die virtuelle Realität, sondern wir reisen gleich nochmal direkt in die Zukunft. Und wenn man in die Zukunft reist, dann hat man Visionen. Normal sollten Sie da jetzt eine der Visionen sehen, jetzt ist sie da. Zum Beispiel haben Sie im Kopf, wenn es um Augmented Reality geht, solche Apps. Das eine ist vom Smithsonian, das andere ist vom Museum Trento. Man hat sein Handy, man hat ein Tablet. Man hält das hier einfach ein sehr typisches Beispiel über ein Skelett und plötzlich erwacht der Dinosaurier, erwacht das Tier zum Leben. Oder man hat Virtual Reality im Kopf, vielleicht ein 360-Grad-Video, was man selber schon mal mit dem Handy und einer kleinen Cardboard, also sozusagen einer Kartonbrille, sich schon mal angeschaut hat. Man sitzt, schaut sich um und sieht plötzlich eine andere Welt als die, die man gesehen hat, bevor man die Brille auf hat. Oder noch einen Schritt weiter, man hat diese Brille auf und hat sogar noch Controller in der Hand,
mit denen man sich dann sozusagen durch diese Welt hindurch bewegen kann, so wie wir das im Deutschen Museum machen, VR-Lab. Wir stellen dort vier verschiedene Objekte aus dem eigenen Haus zur Verfügung. Die haben wir gescannt und nachmodelliert und man kann jetzt zum Beispiel über den Mond fahren zum einen, man kann aber auf dem Mond auch Golf spielen, weil das Alan Shepard damals auch gemacht hat und wir uns gedacht haben, wenn der das als Astronaut auf dem Mond kann, kann man das bei uns virtuell auch. Man kann sich aber auch den ersten Flug von Lilienthal oder die Sulzer Dampfmaschine anschauen. Das ist jetzt vielleicht so ein Ausblick in die Zukunft. Wenn Sie jetzt zurückdenken an die letzten Museumsbesuche oder das eigene Haus oder was auch immer einem in den Sinn kommt, und mir geht das ganz genauso, dann hat man vielleicht entweder das, was ich gerade beschrieben habe, gar nicht gesehen oder man sieht vielleicht auch manchmal solche Stationen. Das sind Stationen, man sieht das jetzt auf dem Stuhl nicht so deutlich, da steht aber ganz groß drauf Out of Order. Oder die Brille im oberen Bild, die ist zwar nicht Out of Order, aber so schlecht beschrieben, dass man vielleicht, dass die Besucher nicht so richtig damit zurechtkommen. Ganz unten ist eine App, die also eine Augmented Reality App, die leider gerade meldet, dass ich nicht gefunden wurde im Raum und deswegen die App nicht starten kann. Das passiert uns genauso wie allen anderen Museen und das liegt daran, weil wir, und da sind wir bei dem Zurück in die Zukunft, diese neuen Technologien zeigen uns nämlich so ein bisschen das Zurück auf. Das heißt, mit dem Neuen werden die alten Herausforderungen wieder sichtbar. Das ist das, mit dem man dann zu tun hat und das ist im Bereich der Ressourcen und der Infrastruktur mal das ganz, wahrscheinlich nicht so Banale, aber für viele Entwickler, wenn man anfängt mit VR zu arbeiten, ist das Banale, nein, wir haben nicht überall Zugang zu Wi-Fi, nein, wir haben nicht überall die Hochleistungsrechner, nein, wir haben noch keine entsprechende Brille, wir haben auch nicht das Know-how im Haus, nein, wir haben noch nicht darüber nachgedacht, dass man für Virtual Reality, wenn man das Ganze tracken möchte, dann auch noch eine Fläche braucht. Ah ja, und Personal brauchen wir auch. Und wie reinigen wir eigentlich diese Brillen? Das sind alles so Fragen, die so nach und nach aufkommen. Natürlich auf der anderen Seite Inhalte, Nutzerfreundlichkeit, genau dasselbe. Da ist dann oft so die Vorstellung, wir haben Virtual Reality, das ist ja jetzt ein zusätzlicher Bildschirm. Nee, stimmt irgendwie auch nicht ganz. Man muss sich schon überlegen, was man damit macht. Also ein Objekt in die virtuelle Realität stellen und dann drum rumlaufen, dafür braucht man jetzt die paar tausend teure Brille auch nicht. Also wann mache ich das überhaupt und was mache ich damit? Digital Storytelling ist das Stichwort. Und wie gehe ich denn damit um, wenn, das passiert bei uns ganz oft, die Nutzer dann, und wir dachten, es ist so einfach gelöst, den Controller in der Hand haben und so begeistert sind, dass sie ihren Daumen nicht mehr von ihrem Zeigefinger unterscheiden können. Wie gehen wir denn damit um? Und genau darum geht es bei Museum 4.0 eigentlich. Das heißt, wir testen diese ganzen Sachen gerade. Wir beschäftigen uns zum Beispiel im VR-Lab damit, das haben wir 2 Monate lang gemacht. Wir haben alles bestellt, was man so kriegen kann auf dem Markt, um so eine VR-Brille zu reinigen. Haben das dann einfach mal getestet 2 Monate lang, geguckt, was funktioniert, was macht am meisten Müll, was macht Sinn, wann geht eine Brille kaputt, wann vielleicht nicht. Und genau das dokumentieren wir und versuchen wir nachhaltig dann Ihnen, also den ganzen kulturellen Einrichtungen in Deutschland, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da gehören nicht nur die Prototypen dazu und der Source Code oder was auch immer, sondern tatsächlich auch die Dokumente von so einem Betriebssystem wie dem VR-Lab. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, weil wir gerade auch daran sind, schon ein bisschen damit rumzutüfteln, wie man das machen könnte, weil in so einem Bereich macht es natürlich auch keinen Sinn, diese ganze Dokumentation dann so schön in den 100-Seiten-Wälzer zu packen und den können Sie sich dann runterladen und ausdrucken und nach durchlesen, sondern es sollte ja auch irgendwie so sein, dass es tatsächlich genutzt wird. Das heißt, wir spielen gerade so ein bisschen mit einer visuellen Darstellung, das sieht man hier. Und ich habe hier unten nochmal ganz versteckt so einen Satz, den ich total wichtig finde, reingepackt, den ich nämlich ständig bei uns im Haus immer wieder von mir gebe, dass eben Virtual Reality und Augmented Reality ist nicht ein zusätzlicher Bildschirm, man sollte es eher behandeln als eine eigene kleine Ausstellung. Da gehört alles dazu, was man bei einer Ausstellung auch braucht. Und was wir eben machen, ist, dass wir gerade so ein bisschen versuchen zu clustern. Das ist zum Beispiel so eine Idee von, woran muss ich alles denken, wenn ich VR mir anschaue im Museum, ganz am Zentrum sind die ganz wichtigen Sachen, dann wird es immer kleinteiliger, man sieht das hier nochmal ganz kurz, das sind zum Beispiel die Reinigungssachen, nehme ich Sacrotan oder nehme ich keinen Sacrotan. Und um zum Schluss zu kommen, wiederhole ich jetzt auch nochmal, weil wir ja gesagt haben, die Vokabeln sind irgendwie ganz wichtig, das große Ganze dahinter, weil das darf man nicht vergessen, wenn ich von der Infrastruktur spreche,
Dann bin ich wieder bei einer Vision, weil das ist irgendwie noch eine Vision. Die haben wir genauso. Das heißt zum einen, dieses Umdenken im Kopf, das ist eine Erweiterung und kein Ersatz. Also unser VR-Lab ist nicht dafür da, damit man da nicht mehr die Realobjekte anschaut. Im Gegenteil, die Besucher fragen konkret danach, wo ist denn jetzt das Realobjekt? Ich würde das gerne sehen. Es geht nur, wenn wir alle über Abteilungsgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Und das bedeutet auch, dass Digitalisierung so zentral im Museum sein muss, dass in jeder Abteilung auch jemand sitzt, der versteht, wenn ich da hinkomme und sage, ich habe eine Augmented Reality App und ich brauche jetzt dafür folgende Dinge. Das sind für mich noch drei ganz zentrale Punkte. Und ganz zum Schluss, weil es nämlich heute erst rausgekommen ist, wir haben unsere neue Kosmos-Kaffee-Ausstellung heute eröffnet und es gibt eine App, eine Augmented Reality App, die ist frei verfügbar im Play Store und man kann damit überall Kaffeepflanzen wachsen lassen. Das heißt, wenn der Kaffee später aus ist, dann können Sie es ja mit der virtuellen Kaffeepflanze nochmal probieren. Dankeschön. Wenn Sie mit dem Thema AR und VR noch keine Berührung hatten, nutzen Sie das Angebot im Foyer hier unten. Das Deutsche Museum hat dort entsprechende Installationen aufgebaut, wo Sie so eine AR-Brille aufsetzen können. Wir haben auch Google Cardboards, die Sie sogar mitnehmen können nach Hause, die von den Pinakotheken von einem aktuellen Projekt im Grunde eine virtuelle Rekonstruktion der Ausstellung Caravaggisti in der alten Pinakothek transportieren. Unsere nächste Referentin ist die stellvertretende Leiterin des Infopoint Museen und Schlösser in Bayern und sie ist dort seit 2015 tätig. Anna Blenninger entwickelt dort unter anderem in der Redaktionsleitung erfolgreiche Social Media Events wie die Blogparade auf dem Holzweg, das ist ein Hashtag, oder aktuell 15 Shades of Green, auch das ist ein Hashtag. In ihrem Beitrag beleuchtet sie ein effektives, aber vielleicht auch aufwendiges Instrument in der digitalen Kommunikation und Vermittlung, das klassische Weblog oder Blog. Auch die Landesstelle betreibt über und mit dem Infopoint ein solches Instrument, die Museumsperlen, und publiziert dort Positionen zur Museumslandschaft in Bayern. Wir freuen uns jetzt aufs Perlenfischen mit Anna Blenninger und hoffen auf Erhellung bei Fragen nach Redaktionsaufwänden, Reichweiten oder effektiven Betriebskonzepten. Ja, wir haben es ja jetzt in den letzten Vorträgen schon gehört, das Thema digitale Strategie oder das Digitale allgemein, das geht uns alle an. Also es kann jetzt niemand mehr sagen, das Internet geht vielleicht irgendwann wieder weg. Ich kann die Augen verschließen und hoffen, dass ich mich nie damit beschäftigen muss. Nein, wir müssen uns alle in irgendeiner Art und Weise damit auseinandersetzen. Und was wir ja auch hier festgestellt haben, ist, das Digitale ist zwar schön, aber es macht auch viel Arbeit. Und nicht immer sind in jedem Haus die Ressourcen da, um Dinge wie Inventarisierung, Website-Pflege, Social Media, App-Entwicklung und so weiter und so fort unter einen Hut zu bekommen. Und das sind ja jetzt nur digitale Aufgaben. Und so ist das auch beim Thema Blog letztendlich. Wir haben ja vorher gehört von Christian Gries, dass 95% der Museen eine Website haben. Tatsächlich ist es aber so, dass nur ca. 1,2% der Museen in Deutschland überhaupt einen Blog betreiben. Und ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen als Redaktionsleiterin von so einem Blog. Das ist nämlich ein sehr hoher redaktioneller Aufwand, den man da hat. Und ich dachte mir, ich fange jetzt hier mal mit so ein paar Hürden und Hindernissen an. Man braucht einen Redaktionsplan, man muss wirklich regelmäßig bloggen, man braucht lange Texte und gute Bilder, die wollen alle erstellt werden, das heißt, der Aufwand ist tatsächlich sehr groß, wenn man bloggen will. Demgegenüber stehen aber auch ganz viele Vorteile, zum Beispiel eine Stimmenvielfalt der verschiedenen Autoren, die im Blog erst möglich ist. Man kann Diskurse mit anderen Bloggern starten, wie das in Blogparaden immer wieder der Fall ist. Ein Blog kann eine Spielwiese sein für neue Ideen. Man kann unterschiedliche Storytelling-Formate testen
Und Storytelling ist hier auch ganz anders möglich als auf Social Media. Also man kann keinen Blogbeitrag mit einem Tweet vergleichen. Und was ich eigentlich fast am wichtigsten finde, ein Blog ist immer auch ein Anker für nachhaltige Inhalte, denn hier bestimmt kein Algorithmus, wer was sieht, sondern Sie bestimmen. Sie als Autoren, Sie als Redaktionsteam haben sozusagen die Macht über diesen Blog. Aber am schönsten finde ich ehrlich gesagt, dass sich die Freude am Bloggen verdoppelt, wenn man sie teilt. Und deswegen möchte ich Sie alle einladen, mal nach links und nach rechts zu gucken und sich zu überlegen, wer sitzt denn da eigentlich neben mir und könnte ich mit dieser Person denn nicht irgendein tolles Projekt machen, nämlich zum Beispiel einen Blog gemeinsam. Denn, wenn man sich die Redaktionsarbeit teilt, dann, dann stellt man auf einmal fest, das ist auf einmal ganz machbar. Und dann werden vielleicht aus den 1,2% der Museen, die einen Blog haben, auf einmal viel mehr. Man kann das natürlich durch Trägerschaft zusammenfassen, thematisch. Man kann sich gemeinsam Kategorien setzen, wie etwa Museen, die gemeinsam jeweils ein Objekt des Monats vorstellen, jeweils aus einer anderen Sammlung. Oder ein gemeinsames Projekt, etwa ein Forschungsprojekt oder eine Ausstellung. Also hier sind ganz viele verschiedene Konzepte möglich und gemeinsam kann man die Reichweite steigern. Und ich bestätige das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Wie ich schon sagte, seit 2015 betreiben wir den Blog Museumsperlen und vermitteln hier die Vielfalt von über 1300 Museen. Das heißt, Sie alle sind quasi unsere Autoren neben dem Infopoint-Team. Und sind herzlich eingeladen, sich hier auch als Autoren zu beteiligen. Und gemeinsam können wir die ganze Museumslandschaft Bayern weiter nach vorne bringen. Aber ich will Ihnen auch nichts vormachen. Die gemeinsame Freude am Bloggen verdoppelt sich, der Redaktionsaufwand verringert sich. Aber trotzdem macht ein Blog immer Arbeit und man sollte sich das Ganze gut überlegen oder auch prüfen, ob die Ressourcen überhaupt verfügbar sind. Und deswegen gebe ich jetzt noch kurz ein paar Tipps aus 4 Jahren Blogpraxis, um Ihnen so ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. Es sollte immer eine feste Redaktionsleitung geben, die sich verantwortlich fühlt und den Redaktionsplan im Blick hält. Es sollte regelmäßige Redaktionssitzungen geben, auch wenn die nur einmal im Quartal stattfinden, aber man muss sich treffen, man muss sich zusammensetzen und Ideen gemeinsam besprechen. Eine langfristige Planung und ein Redaktionsplan sind außerdem fundamental wichtig, um große Themen nicht aus dem Auge zu verlieren, genauso wie langfristig relevante Themen wie die eigene Sammlung, die man ja immer nach vorne bringen möchte. Storytelling ist auch ganz wichtig. Denken Sie nach über Emotionen, über ansprechende Überschriften, ungewöhnliche Geschichten, persönliche Einblicke, spannende Aufhänger und keine klassischen Pressetexte. Denn meistens hat man ja bei so einem Blog das Laienpublikum als Zielgruppe und die wollen vor allem unterhalten werden. Man braucht gutes Bildmaterial, denn die lockern die Texte auf. Man sollte sich mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen. Es ist auch wichtig, einen Blog auf Social Media rückzubinden, das heißt vielleicht Inhalte, die man kurz auf Instagram gespielt hat, in einem Blogbeitrag stärker ausarbeiten. Andererseits diesen Blogbeitrag dann aber auch wieder in die sozialen Medien zu geben und zu sehen, welche Reaktionen zurückkommen. Und einen Tipp, den ich ganz persönlich noch geben kann, journalistische Erfahrung hilft. Ich bin selber keine Journalistin, sondern Kunsthistorikerin, aber wir haben seit einiger Zeit eine Kollegin mit journalistischem Hintergrund im Infopoint und ich bin unglaublich dankbar für die, weil die ganz anders mit Texten umgehen kann und auch in der Geschwindigkeit diese Blogbeiträge runterschreibt, in der ich das gar nicht könnte. Und zum Schluss am Ball bleiben. Denken Sie über Ideen nach, entwickeln Sie Konzepte weiter. Was funktioniert, was nicht? Schmeißen wir lieber was raus, ist auch in Ordnung. Wo könnte die Reise in einem oder in 5 Jahren hingehen? Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine Aktion aufmerksam machen, die wir vom Infopoint momentan betreiben. Wir feiern nämlich 15 Jahre Infopoint in diesem Jahr. Nämlich die Social Media Aktion 15 Shades of Green, die wir auch auf unserem Blog
begleiten und dort verschiedene Grüntöne und das Grün im Allgemeinen vorstellen. Und falls Sie einen eigenen Social-Media-Account haben, entweder privat oder auch von Ihrer Institution, sind Sie herzlich eingeladen, uns einen Grünton zum Geburtstag zum Beispiel per Instagram zu schicken. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann zum Schluss haben Sie hier noch meine Kontaktdaten. Immer her mit dem Material, den Bildern, den tollen Geschichten und den Texten. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Barrierefreiheit und Inklusion sind auch in der Digitalisierung ein wichtiges, ein wesentliches Thema. Bei Fabulab begegnet uns dieses Thema immer wieder und wir merken, wie gerade der digitale Raum dazu beitragen kann, inklusive Konzepte zu transportieren. Wir lernen aber auch, wie komplex dieses Thema ist. Unser nächster Referent ist seit 2019 als Referent für Barrierefreiheit an der Berlinischen Galerie mit der Umsetzung von Inklusion und Barrierefreiheit betraut. Andreas Krüger leitet seit 2018 den Arbeitskreis Kultur und Freizeit im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, der Museen und Kultureinrichtungen bei der Gestaltung und Ausrichtung blinden- und sehbehindertengerechter Ausstellungen und Projekte berät. Er ist seit 2019 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kultur barrierefrei in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin. Er berichtet uns heute über eine App für alle, Erfolge und Herausforderungen von digitalen Vermittlungsmedien am Beispiel des inklusiven Audioguides der Berlinischen Galerie. Gern möchte ich einen Eindruck von der inklusiven App der Berlinischen Galerie vermitteln, mit der blinde, sehbehinderte und sehende Personen sich einen Eindruck von der Dauerausstellung machen können. Die Berlinische Galerie ist eines der jüngsten Museen Berlins, die Kunst aus Berlin ab 1880 sammelt und präsentiert. Es ist ein großes Anliegen des Hauses, seine Sammlung, seine Dauerausstellung und seine Sonderausstellung einem breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig auch die kulturelle Teilhabe. Und gleichzeitig auch die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Seit 2013 befindet sich daher das Haus auf dem Weg zu einem barrierefreien Museum. Nachdem einzelne Sonderausstellungen bereits den Bedürfnissen einzelner Interessensgruppen zugeschnitten sind, ist seit 2017 auch die Dauerausstellung für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und entspricht dem Artikel 30 der UN-Behindertenkonvention. Ein Haus, eine Kultureinrichtung und eine Ausstellung ohne fremde Hilfe erleben zu können. Die visuelle Einrichtung eines Kunstmuseums stellt sicherlich die größte Kontroverse in der Wahrnehmung von Blinden und Sehbehinderten dar. Daher ist gerade die Berlinische Galerie eine Kooperation mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverein eingegangen, um eine Lösung zu finden, diese visuelle Kunst des Hauses Blinden und Sehbehinderten zugänglich zu machen. Das Kooperationsprojekt wurde durchgeführt mit Mitarbeitern des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, Blinden- und Sehbehindertenmitgliedern des Berliner Blinden- und Sehbehindertenvereines, den Museumsmitarbeiterinnen und einzelnen Gewerken für barrierefreies Design. Gemündet ist das Projekt in sieben Tastmodellen, die in der Dauerausstellung für alle in der Nähe der Originale zu erleben sind.
ein taktiles Bodenleitsystem, über das sich Blinde und Sehbehinderte orientieren können, und ein Audioguide zu 17 Hörstationen bzw. 17 Hauptwerken der Sammlungspräsentation. Bei der Gestaltung des Audioguides wurde sich nach den Richtlinien des Web Content Accessibility Guidelines und den barrierefreien Informationstechnologieverordnung BITV 2.0 gerichtet, was die Verständlichkeit, die Wahrnehmbarkeit und die Bedienbarkeit anbelangt. Der Audioguide wurde als App von der Firma Shouter Labs umgesetzt und ja, den Bedürfnissen der Blinden und Sehbehinderten Beraterinnen angepasst. Die App ist herunterzuladen auf das eigene Endgerät, da dieses den Bedürfnissen dieser Community am besten angepasst ist und zum Beispiel über eine bereits vergrößerte Darstellung verfügt oder ein Screenreader, also die Vorlesefunktion der Bildschirmüberfläche, ausgestattet ist. Gleichzeitig ist die App innerhalb des Museums und auch außerhalb des Museums zu nutzen, um die Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs zu gewährleisten. Das zeichnet sich vor allem auch dahingehend aus, wie Blinde und Sehbehinderte überhaupt zur Berlinischen Galerie finden, denn der Audioguide, die App, enthält auch Wegbeschreibungen zum Museum, die offline bereits genutzt werden können. Die App besitzt zwei Tourmodi. Es gibt einmal die Version für sehende Besucherinnen, die im klassischen Sinne erfolgt. Es gibt einen Einführungstext zum jeweiligen Thema oder der jeweiligen Epoche und die kunstwissenschaftlichen Informationen zum ausgestellten Exponat. Der Modus für Blinde und Sehbehinderte ist etwas umfangreicher. Dieser besitzt zusätzliche Bildbeschreibungen, um Blinden und Sehbehinderten ein anschauliches Bild von den ausgestellten Kunstwerken zu machen, Orientierungshinweise und Hinweise zu Serviceangeboten des Museums. Außerdem ist es eine Besonderheit, dass sämtliche Beiträge automatisch auslösen, um es den Blinden und Sehbehinderten so einfach wie möglich zu machen, an die Informationen zu kommen. Die Lokalisierung und Navigation erfolgt über sogenannte Beacons, die in der Nähe der Kunstwerke, in der Decke, in den Lichterkoschienen installiert wurden und mit dem Endgerät über Bluetooth in Verbindung treten und die entsprechenden Audiobeiträge automatisch auslösen, die über das WLAN-Netzwerk live gestreamt werden. Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Eine weitere Besonderheit der App ist, dass diese auch in englischer Sprache vorliegt und gleichzeitig auch die Audiobeiträge in Textform enthält. Somit haben wir uns nicht nur Menschen mit und ohne Sehbehinderung geöffnet, sondern auch Menschen mit einer Hörschädigung, weil das ein weiteres Kriterium war, auch Tauben, Gehörlosen und Hörgeschädigten diese App zugänglich zu machen. Und das wird auch der nächste Schritt sein. Somit ist auch eine Infrastruktur mit berücksichtigt worden, um zusätzliche DGS-Videos, also Videos in deutscher Gebärdensprache für Taube und Gehörlose, mit zu integrieren. Die App hat bei der Veröffentlichung uns auch über große Überraschungen bereitet oder ehrlich gesagt auch Probleme gebracht. So wurden wir überrascht,
was zum Beispiel die Auslösung der einzelnen Beiträge anbelangt, dass diese sehr zeitversögert stattfanden oder stellenweise auch falsche Beiträge ausgespielt wurden, die eigentlich nicht zu den Originalexponaten gehörten. Denn die Architektur, die Hausarchitektur, die Ausstellungsarchitektur und der Abstand zwischen den einzelnen Beacons ist hier entscheidend und kann die Qualität stark beeinflussen. So mussten wir zum Beispiel einen Mindestabstand von 7 Metern zwischen den einzelnen Beacons einhalten und mussten auch beobachten, dass bei unserer Dauerausstellung, die sich hauptsächlich durch Stellwände in der Ausstellungsarchitektur auszeichnet, in benachbarte Kabinette ausstrahlen und somit also auch Fehlinformationen auslösen. Gemeinsam mussten wir also mit dem Unternehmen Lösungen finden und die App und die Auslösefunktion optimieren. Jetzt im Nachhinein gibt es eine Erfolgsquote von schätzungsweise 95%, sodass wir recht zufrieden sind. Neben der App-Variante, die auf dem eigenen Smartphone genutzt werden kann, gibt es zusätzlich noch Leihgeräte, die an der Kasse ausgeliehen werden können. Außerdem war es auch wichtig, unser Personal zu schulen, um Besucher anzuleiten, was die Bedienung anbelangt. Ein weiteres überraschendes Moment war auch die Leistung unseres WLAN-Netzwerkes im Haus. Denn dieses beeinflusst stark die Schnelligkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Da wir ein sehr träges Netzwerk haben, was wir letztendlich auch erst bei der Veröffentlichung der App beobachten konnten, werden also die Beiträge sehr langsam ausgelöst. Trotzdem gibt es hier Übereinstimmung mit blinden und sehbehinderten Besuchern, da diese sich doch echt sehr langsam durch die Ausstellung bewegen, sodass diese Zeitverzögerung nur gering auffällt. Auch zu beachten ist die Anpassung und die Pflege der Inhalte im Content Management System, die über uns Mitarbeiter in der Bildungsabteilung erfolgt. Die Einpflegung sämtlicher Textbeiträge, Audiobeiträge und Abbildungen in der Zahl schätzungsweise über 100 Dokumente mussten hier selbst vorgenommen werden und müssen auch regelmäßig aktualisiert und betreut werden. So gut und fortschrittlich digitale Medien sind, ersetzt das nicht das interpersonelle Vermittlungsangebot. Demnach ergänzen Tastführungen, Broschüren zum Beispiel in Großdruck oder auch taktile Raumpläne die Dauerausstellung. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, regelmäßig das Mitarbeiterpersonal zu schulen, um Umgang mit blinden und sehbehinderten Personen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Eindruck verschaffen. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen möchten, laden Sie sich die App über iTunes oder Google Play Store herunter und machen Sie sich selbst ein Bild. Vielen Dank. So, wer bei iBeacons eine Passgenauigkeit von 95% erreicht, der darf auch durchaus mal länger sprechen, denn das ist tatsächlich ein Problemfeld, das wir kennen in der App-Entwicklung. Wir sind fast durch. Unsere letzte Referentin dieses Slams hatte der eine oder andere von Ihnen womöglich bereits im Ohr. Tine Nowak ist Projektleiterin von Leben und Lernen X.0, digitale Bildung, unsere Zukunft am Museum für Kommunikation in Frankfurt. Seit Frühjahr 2019 produziert sie dort den Leben X.0 Podcast, einen Erklärpodcast, der den digitalen Wandel erklärt. Sie podcastet seit 2013 auch privat unter kulturkapital.org
zu Kultur, Medienbildung und Wissenschaft und ist zudem Lehrbeauftragte an der Universität Köln im Studiengang Intermedia. In ihrem Podcast in unserer App zum Museumstag hat sie das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg besucht. Das können Sie alle über die App jederzeit anhören und ich empfehle Ihnen, diese App morgen mit in den Bus zu nehmen und in aller Ruhe den Besuch von Tine Nowak wie auch die anderen digitalen Angebote. Wir haben noch einen weiteren Podcaster, Heinrich Richard Bruns, der über einen Besuch in Neusaat-Perschen einen Podcast geschrieben hat oder auch einen Podcast aus dem Deutschen Museum anzuhören. In ihrem Live-Beitrag beleuchtet sie jetzt eben ganz allgemein das Thema Podcast im Museum. Hallo, es gibt, glaube ich, einen guten Grund, dass Herr Gries eben gerade gesagt hat, dass Sie den Podcast in aller Ruhe sich anhören sollen. Er ist nämlich eine Stunde 45 lang. Also Sie brauchen tatsächlich auch viel Zeit. Es ist einmal ein Rundgang durch das Haus der Bayerischen Geschichte. Genau, mein Name ist Tine Nowak, ich arbeite am Museum für Kommunikation in Frankfurt. Das gehört zum Museum Stiftung Post und Telekommunikation. Das hat auch noch zwei andere Museen in Berlin und Nürnberg. Das heißt, wir haben ein Viertel unserer Stiftung auch hier in Bayern. Und das letzte Viertel ist das Archiv für Philatelie in Bonn. Und dort bin ich seit Oktober auch wieder zurück an diesem wunderschönen Projekt zur digitalen Bildung. Es ist ein Dialogprojekt, wo wir mit dem Publikum in der Region den digitalen Wandel verhandeln wollen. Da war ich noch nicht, als Herr Gries mich angefragt hatte, da war ich noch in der Uni. Und darum ist der Vortrag auch relativ allgemein gehalten. Es geht um Podcasts im Museum. Und das ist ja ganz interessant. Podcasts gibt es jetzt wieder überall, bei Zeitungen. Alle möglichen Medien haben die jetzt plötzlich wieder, auch irgendwelche Showmoderatoren haben alle ihren eigenen Podcast. Irgendjemand, der eine Büchersendung hat, Schauspieler, YouTuber, alle podcasten. Dabei gab es das schon mal 2006, gab es die erste Podcast-Welle und man dachte irgendwie, das ist an einem vorbeigegangen, es kommt nie wieder. Aber siehe da, in den digitalen Medien, in den Social Media kommen manche Dinge immer wieder auf einen zu, jetzt wieder Podcasting und das machen nicht nur die Zeitungen, sondern auch Museen. In Deutschland tatsächlich sehr, sehr wenige, aber in den USA, nordamerikanischen Museen gibt es das schon verhäuft. Warum? Man kann damit anders Geschichten erzählen. Warum gibt es das nicht hier? Das ist vielleicht eine gute Frage, aber andererseits, was soll man noch als Museum machen? Man twittert, man hat die Digitalisierung der Sammlung noch vor sich, vielleicht auch noch ein bisschen Augmented Reality. Also es gibt so viele Aufgaben, vielleicht ist Podcasting das, was man sein lassen könnte. Aber was wir heute schon gehört haben, wenn wir das nicht machen, machen das vielleicht andere. Das heißt, wenn wir uns Museumspodcasts in Deutschland angucken, werden wir feststellen, die sind nicht alle von Museen, sondern auch von Kulturwissenschaftlern, von Liebhabern, Liebhaberinnen der Künste, von speziellen Museen. Es gibt ganz viele Museumspodcasts und ich mache mit Ihnen noch ganz kurz einen kleinen Rundgang durch so fünf Museumstypen von Podcasts, die es so gibt. Das eine ist, das ist ja ganz schwierig, hier sieht man es. Ich wollte mich gerade umdrehen. Rundgänge. Also ein Typus ist, Menschen gehen ins Museum, so wie Sie und ich, gehen durchs Museum, aber sie machen dabei Audioaufzeichnungen. Den Rundgang durch das Bayerische Haus der Bayerischen Geschichte ist so ein Podcast. Das gibt es aber auch wirklich monatlich von anderen Menschen exponiert. Das ist ein Museumspodcast aus Berlin. Und Ulrike Kretzmer geht privat mit Menschen durchs Museum und sie entdecken gemeinsam im Audio solche Museen. Und sie macht das aus dem Privatvergnügen heraus, weil sie selber eine Leidenschaft für Museen hat. Solche anderen Rundgänge gibt es auch. Es gibt aber auch noch andere Formate. Wenn man nach dem Museumsbesuch sich zusammensetzt und darüber redet, das sind solche Reviews. Das heißt, es gibt auch mehrere deutsche Museumspodcasts, wie zum Beispiel relativ neu Museumsback oder Fehlfarben aus München. Die trinken dabei auch immer schön Wein.
oder Kunst und Horst, die geht dann auch ab und zu mal ins Theater und die setzt sich entweder alleine oder sie setzen sich in einer Runde gemütlich zusammen und diskutieren über Ausstellungen und Museumsbesucher. Eigentlich das, was wir uns als Museen ja alle eigentlich wünschen. Dann gibt es Gespräche, Themengespräche, zum Beispiel das Technische Museum in Wien macht es oder es gibt auch solche Gespräche von freien Podcasterinnen, Feature bei der Schirn, wir haben auch vorhin schon gehört, der Museum des Deutschen, das Deutsche Museum der Podcast ist auch in der Art gestaltet oder auch Podcasts, die aus den Museen kommen und Berichte hinter den Kulissen zu lassen, zum Beispiel vom Archäologischen Museum in Hamburg oder was vorhin auch schon war, Abgestaubt, ein Museumspodcast-Projekt einer Volontärin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Also wir haben ganz verschiedene Zugänge, wie man das Museum in Audio fassen kann, von Menschen außerhalb des Museums, die sich für Museen begeistern. Etwas, was wir oft nicht als Museumsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen selber spüren, weil wir selber so sehr an unseren Institutionen verhaftet sind. Oder auch um Geschichten zu Objekten, zu dem, wie Dinge hinter den Kulissen passieren, um sie transparent machen können, zu zeigen, um diese Geschichten nach außen zu bringen. Und das Schöne daran ist, es ist halt ein Format, was sehr nah an uns dran ist. Aktuell, heute, stelle ich sozusagen als allerletztes auch nochmal ein eigenes Projekt mit vor. Wir machen auch einen Podcast und zwar wollen wir genau, weil so eine Nähe sich beim Zuhören erst bildet, den digitalen Wandel erklären. Also das haben wir heute vielleicht auch immer wieder mal gemerkt. Vorhin wurde ja genau ein Vortrag allein zur digitalen Transformation gebraucht, dass es ein Thema ist, was uns als Gesellschaft bewegt. Und so werden wir in 12 Episoden versuchen, all solche Worte wie digitale Transformation, wie künstliche Intelligenz, das Darknet zu erklären. Und dafür, also für so einen Dialog, eignet sich auch ein Podcast. Ich kann Ihnen also empfehlen, bevor Sie als Institution einen solchen machen müssen, hören Sie morgen auf der Fahrt nach Regensburg in die Freilandmuseen erstmal rein und erfahren Sie selber, ob das vielleicht ein Format für Sie sein könnte, in dem Sie sich selber Wissen und Informationen über das Ohr, die Stimme von anderen, das persönliche Gespräch aneignen können. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. In Schnee übergeht, sonst wolkig, teilweise klar. Es gibt noch kurz das Intro. Leben X.0. Wir erklären den digitalen Wandel. Die heutige Episode behandelt den Begriff digitale Transformation. Ich bin hier im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Mein Name ist Tine Nowak. Und ich bin auch schon von der Bühne. Tschüss.